Ich habe ja schon mehrere Videos gemacht zum Thema weniger am Handy sein und habe an euch immer so ein bisschen appelliert, so wenig wie möglich am Handy zu sein. Aber natürlich gibt es auch gute Möglichkeiten, ein Handy zu nutzen und Apps drauf zu haben, die dich weiterbringen. Und natürlich ist es manchmal auch schön, auf dem Handy etwas zu konsumieren und auch ein bisschen Spaß damit zu haben. Und das alles habe ich in meinem Organisationssystem auf meinem Handy so ein bisschen vereint und das möchte ich euch heute mal in diesem Video zeigen. Viel Spaß dabei! By the way, ich habe das iPhone XR. Wenn man mein Handy erstmal anmacht, dann sieht man ein Hintergrundbild. Yeah! Und ich ändere meinen Hintergrund ziemlich oft, deswegen das ist jetzt keine Sache, die ich immer da habe. Aber ich möchte meistens ein Hintergrundbild haben, was mich nicht so ablenkt und was irgendwie simpel und minimalistisch ist und einfach irgendwie schön zum Angucken ist, ja. Wenn man mein Handy dann entsperrt, kommt man auf meine Startseite. Ich habe übrigens drei Seiten und ich werde euch nochmal den Zweck dieser drei Seiten erklären. Als allererstes sind wir auf einer Seite, die alle möglichen Apps hat, die schon vorinstalliert waren, außer jetzt diese eine App. Und zwar habe ich da die normale Telefon-App, FaceTime, Wetter, App Store, Safari, Ecosia. Also Ecosia ist eine Suchmaschine und eigentlich ziemlich ähnlich wie die anderen Suchmaschinen auch. Nur hierbei ist der springende Punkt, dass Ecosia auf Umweltschutz guckt. Und wenn du eine bestimmte Anzahl von Dingen gesucht hast in dieser Suchmaschine, pflanzt du einen Baum. Beziehungsweise diese Organisation pflanzt einen Baum für dich. Man muss nämlich 45 mal etwas suchen, um einen Baum zu pflanzen und so weiter. Also versteht ihr, was ich meine? Also ich kann euch die App wirklich nur empfehlen, da ihr damit ein cooles Projekt unterstützt, aber gleichzeitig nicht wirklich was an Qualität verliert von der Suchmaschine. Also ist es eigentlich eine sehr, sehr gute Alternative zu einer normalen Suchmaschine. Dann habe ich noch einen ganz normalen Taschenrechner und dann habe ich diesen Ordner, der Stuff heißt. Und habe da einfach alle Apps drin, die ich zwar nicht löschen möchte, aber die ich eigentlich nie benutze. Wie jetzt beispielsweise Apple Music, dann die Kontakte. Wer braucht eigentlich die Kontakte? Keiner braucht diese Kontakte. App, da man ja diese Telefon-App hat und diese Kontakte-App ist irgendwie vollkommen integriert in der Telefon-App. Also es ist eigentlich so unnötig, diese App zu haben. Naja, dann habe ich noch diese Find My-App, falls ich mein Handy oder so verliere. Naja, falls ich mein Handy verliere, ist echt dumm. Falls ich meine AirPods verliere oder falls meine Familienmitglieder ihr Handy verlieren, kann ich das damit orten. Aber ich muss ehrlich sagen, es funktioniert nicht so gut, denn ich wollte meine AirPods mal damit orten und das ging irgendwie auch nicht so gut. Dann noch Einstellungen und das war's schon auf der ersten Seite. Ganz unten in dieser Leiste habe ich WhatsApp, Notizen, Spotify und die App Now Then Pro. Ich glaube, die drei ersten Apps brauchen keine weitere Erklärung mehr, aber kommen wir mal zu der ganz rechten App. Now Then Pro heißt sie und das ist meine Time-Tracking-App. Das heißt, falls du mich schon ein bisschen länger kennst und vielleicht auch schon ein bisschen besser kennst, dann weißt du, dass ich regelmäßig Time-Tracking mache. Das heißt, dass ich meine Zeit tracke und gucke, was ich immer so mache, wie oft ich es mache und so weiter. Und mit den Analysen plane ich dann mein weiteres Leben und gucke, wo ich mein Leben optimieren kann und meine Zeit besser einteilen kann. Und diese App habe ich hier ganz unten, da ich darauf schnell zugreifen möchte, um schnell meinen Timer umzustellen. Falls du noch ein bisschen mehr über die App wissen möchtest, kannst du sehr gerne mal dieses Video hier angucken, denn da habe ich alles noch mal ein bisschen Detail erklärt. Aber um das Ganze so ein bisschen im Schnelldurchlauf zu erklären, hat man hier vorne seine ganzen Aktivitäten, die man auswählen kann. Dann gibt es auf der zweiten Spalte seinen Stundenplan. Man sieht einfach, was man in der letzten Zeit so gemacht hat. Und auf der dritten Seite sieht man dann seine Analyse. Und ja, kann das Ganze angucken. Aber wie gesagt, falls du das alles noch ein bisschen besser wissen möchtest, guck dir gerne dieses Video an, was ich gerade erwähnt habe, denn da gleich nochmal wirklich alles bis ins Detail. Kommen wir nun zu der zweiten Seite und auch zu meiner Lieblingsseite. Auf dieser Seite habe ich alle meine Apps, bei denen ich denke, dass es nicht schlimm ist, wenn ich darauf gehe, auf die ich auch gerne gehe. Und alle Apps, die mir irgendwie helfen in meiner Produktivität und Organisation und meinem Alltag. Als allererstes haben wir da den Fotoordner. Wir sehen dort die Galerie, die Kamera und das Schnittprogramm iMovie. iMovie ist ein Schnittprogramm für iOS und ja, es ist jetzt nicht wirklich extrem gut und man kann jetzt nicht so krasse Sachen drauf machen, wie jetzt auf einem richtigen Schnittprogramm, auf einem Laptop oder auf einem Computer und so weiter. Aber wenn ich halt so kleine Videos mal schneiden möchte auf meinem Handy, finde ich iMovie eine ziemlich gute Alternative zu meinem richtigen Schnittprogramm auf meinem Laptop. Und deswegen habe ich dort diese App. Dann haben wir noch Visco und ich glaube, Visco müsste eigentlich jeder kennen. Das ist einfach eine Bearbeitungs-App, bei der man ziemlich viele Möglichkeiten hat, das Bild irgendwie zu bearbeiten. Ja, ihr könnt es hier ja sehen, also da kann man schon ziemlich viel auswählen. Und ich benutze da eigentlich meistens nur die Farbfilter, um etwas zum Beispiel in Schwarz-Weiß zu machen. Oder ich benutze es auch für meine Thumbnails, denn wie ihr vielleicht wisst, mache ich meine Thumbnails. Ich mache ganz aus diesen Schwarz-Weiß-Filter wieder raus. Und zwar mache ich die immer so in dieser Farbe, also so ungefähr. Okay, auf diesem Bild sieht es echt hässlich aus, weil dieses Bild nicht dafür gemacht ist, für so ein Thumbnail-Bild, was ich eigentlich habe. Aber ich mache das Ganze hier immer so ein bisschen kühler und rosa-stichiger. Dann habe ich die App Fonto, die für Schriftarten gedacht ist. Damit mache ich auch mal meine Thumbnails. Und zwar mache ich mit Fonto die Schriftarten auf meine Thumbnails.
Yeah. Dann habe ich hier die App PixArt und alles, was ich mit Fotobearbeitung mache, mache ich eigentlich immer in PixArt. Ich persönlich finde, dass PixArt so eine Art Photoshop ist, nur in kostenlos. Natürlich kann man da nicht alles so gut machen wie jetzt bei Photoshop, aber da hat man ziemlich viele Möglichkeiten. Man kann Bilder ausschneiden, man kann Filter rüberlegen, man kann Sticker rüberlegen. Man kann Dinge einfügen und umdrehen. Dann kommen wir zu der App Facetune. Und Facetune ist eine App, mit der du dein Gesicht schöner machen kannst oder Stellen wegbearbeiten kannst. Ich mache das mal ganz kurz hier, um es euch zu demonstrieren. Nehmen wir jetzt wieder mal dieses Foto hier, dann kann man da ranzoomen und ich sehe zum Beispiel, dass ich hier so einen kleinen braunen Fleck habe und den kann ich hier mit dieser Funktion einfach überdecken. Oder ich kann auch Sachen weißer machen. Beispielsweise kann ich meine Augen hier weißer machen, heller machen. Oder man kann hier auch einfach was malen und irgendwie ja die Farbe anders machen. Oder auch den Hintergrund unscharf machen. Dafür benutze ich diese App eigentlich hauptsächlich, da man damit einfach den Hintergrund defokussieren kann, was ich auch gerne für meine Thumbnails mache für YouTube und deswegen benutze ich diese App dafür hauptsächlich. Danach kommen wir dann zu der App Lightroom. Und Lightroom ist so ähnlich wie Visco in der Funktion, die ich sie benutze. Denn bei Lightroom habe ich ein Template für meine Thumbnails und ich zeige es mal ganz kurz. Vor dem Preset sah mein Thumbnail so aus und nach dem Preset sah mein Thumbnail so aus. Also ihr könnt schon sehen, dass ich damit echt viel bearbeite. Und das mache ich einfach, damit meine ganzen Thumbnails gleich aussehen und nicht irgendwie komplett unordentlich und durcheinander aussehen, sondern immer diese gleichen Grundfarben haben, auf die sie basieren. Und deswegen mache ich das mit Lightroom, weil man da diese Preset-Funktion hat, die man dann auf alle Filter, Quatsch, auf alle Bilder drauf machen kann. Dann kommen wir zum nächsten Ordner Education, also sowas wie Bildung. Und da habe ich als erstes einmal die App HelloTalk und bei HelloTalk kannst du eine Sprache lernen. Bei HelloTalk gibst du die Sprache ein, die du lernen möchtest und die Sprache, die du muttersprachlich sprichst. Und dann wirst du mit Leuten zusammen gemixt, bei denen es genau andersherum ist. Und dann könnt ihr miteinander chatten und schreiben und auch telefonieren. Nee, telefonieren nicht. Und könnt euch dann gegenseitig korrigieren. Und so hast du einen Austausch mit einem Native Speaker, was ich ziemlich cool finde. Und ihr könnt euch gegenseitig austauschen und helfen, ohne dass es irgendwie vielleicht komisch ist, weil es auf so einer Gegenseitigkeit beruht und ihr euch beide gegenseitig helft. Bei Blinkist kannst du dir Zusammenfassungen von Büchern anhören oder durchlesen. Wenn du also ein Buch hast, was du gerne lesen möchtest, aber irgendwie nicht die Zeit hast oder erst überlegen möchtest, ob du es überhaupt lesen möchtest, kannst du bei Blinkist dieses Buch suchen und dir eine Zusammenfassung durchlesen bzw. anhören. Und ich war erst so ein bisschen skeptisch, da ich mir dachte, wenn ich ein Buch lesen möchte, möchte ich auch alles davon lesen und nicht nur eine 5-minütige Zusammenfassung darüber anhören. Aber mittlerweile finde ich das echt eine coole Alternative, falls ich Bücher habe, bei denen ich mir noch nicht sicher bin, ob ich sie wirklich lesen möchte. Und dann kann ich mir eine Zusammenfassung anhören und gucken, ob mich das Thema eigentlich wirklich interessiert und ob dieses Buch einen gewissen Wert überbringt für mich. Und falls es nicht der Fall ist, dann muss ich das Buch gar nicht erst lesen und kann so das schon mal so ein bisschen rausfiltern. Die nächste App heißt Viki und die App ist für dich, falls du gerne asiatische Filme und Serien anschaust. Jetzt bestimmt deine Frage, Lara, warum hast du dann diese App, wenn man Filme schauen kann, in deinem Education-Ordner? Und hier kommt die Antwort. Wie du vielleicht weißt, lerne ich momentan die Sprache Koreanisch. Und Viki hat diese Funktion, dass man mehrere Untertitel anschalten kann. Das heißt, ich sehe, wenn ich eine Serie gucke, die koreanischen Untertitel, aber auch die englischen Untertitel und kann so das beides vergleichen. Außerdem hat Viki auch eine Lernfunktion, das heißt, du kannst ein Wort anklicken und du kriegst sofort die Übersetzung des Wortes. Und ich finde das so cool und ich muss sagen, dass ich echt traurig bin, dass ich nicht so viel Serien und Filme gucke. Aber falls ich es gucke, ist diese App auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, das Ganze auch ein bisschen educational zu gestalten. Dann habe ich zwei verschiedene Vokabel-Apps und zwar habe ich da einmal Smart Cards und einmal Tiny Cards. Ich glaube, beide Apps berufen sich auf Spaced Repetition. Das heißt, du kriegst deine Vokabeln nach einer bestimmten Weile wieder vorgeschlagen, um diese Repetition, diese Wiederholung zu haben. Aber ich kann gar nicht sagen, welche App ich davon besser finde und welche ich davon schlechter finde, denn irgendwie benutze ich beide. Ich finde Smart Cards von der Struktur irgendwie besser, aber ich finde Tiny Cards von dem Aussehen irgendwie schöner. Ich finde es irgendwie schöner gemacht als Smart Cards. Ich kann gar nicht sagen, was ich besser finde. Ich weiß es nicht. Zum Glück muss ich mich ja auch nicht entscheiden, also alles gut. Dann habe ich noch die App Audible und ihr kennt Audible bestimmt, denn Audible ist eine Hörbuchplattform, eine Hörbuch-App. Beispielsweise können wir jetzt mal The Power of Now anmachen. Was ich immer sehr gerne mache, ist, dass ich die Geschwindigkeit ein bisschen höher stelle, da mir meistens diese normale Geschwindigkeit zu langsam ist. Dann mache ich meistens so auf irgendwie 1,5. Wie ist es dann? Und die zwei letzten Apps habe ich dafür da, falls ich mal Gedichte oder irgendwelche Texte schreibe. Die erste App heißt Doppelreim und gibt dir einfach Reime. Das heißt, wenn ich jetzt hier was eingebe, was soll ich eingeben? Kamera?
Kamera ist ein schönes Wort. Dann gibt mir diese App verschiedene Reime auf das Wort Kamera. Und die App sagt's anders, gibt mir Synonyme für bestimmte Wörter. Und ja, wenn ich jetzt die Kamera eingebe, gibt es mir einfach Synonyme dafür, wie Fotoapparat, Fotokamera, Camcorder, Camera. Man könnte diese beiden Sachen auch googeln, also wenn du einfach eingibst Kamera Synonym oder wenn du irgendwie eingibst Kamera Reim, kriegst du das auch im Internet leicht zu finden. Aber ich benutze ziemlich oft irgendwelche Synonyme und deswegen finde ich diese App ziemlich hilfreich, dass ich es einfach sofort da habe und nicht irgendwie googeln muss. Kommen wir nun zum nächsten Ordner, der Health, also Gesundheit heißt. Als allererstes ist da die ganz normale Health-App drin, die auch schon jedes iPhone vorher installiert hat. Und da sind einfach so ein paar Informationen über mich drin, wie meine Blutgruppe, mein Gewicht, meine Größe. Außerdem gibt es da die Möglichkeit, meinen Schlaf zu tracken und meine Schritte zu tracken. Das mache ich aber nicht. Dann habe ich die Corona-App. Ich glaube, dazu muss ich auch nicht mehr so viel sagen. Danach haben wir dann die App CodeCheck. Und bei CodeCheck kann ich verschiedene Codes einscannen. Das mache ich vor allem, wenn ich Kosmetik oder Essen einkaufe. Und da kann ich dann die ganzen Inhaltsstoffe gucken und gucken, ob es überhaupt vegan ist, da ich ja vegan lebe und esse. Und dann habe ich hier noch die App Muse, aber diese App funktioniert nur, falls du das passende Band dazu hast, denn das ist eine Meditations-App, die meine Gehirnströme messt. Das klingt erstmal ein bisschen creepy, aber ich habe so ein Meditationsband, das heißt, es ist einfach so ein Band, was ich um meinen Kopf rum mache und dann kann ich meditieren und diese App misst dann meine Gehirnströme und guckt dann, wie gut ich meditiert habe und wie lange ich in einem Ruhezustand war. Das mache ich nicht jedes Mal, wenn ich meditiere, aber ab und zu mache ich das mal und ich finde das ziemlich interessant. Und diese letzte App sieht ein bisschen aus wie die vorletzte App Muse, deswegen verwechsel ich die ab und zu auch mal. Bisschen dumm. Und ich benutze diese App einfach, um die Lichter in unserem Haus zu steuern und frage mich nicht, warum ich das bei Health reingemacht habe, aber ich habe sonst keine andere Kategorie gefunden, in die ich diese App einordnen kann. Die nächste Kategorie ist Traveling, also verreisen oder generell reisen. Und da habe ich jetzt allererstes einmal den Google-Übersetzer. Aber da dieser Google-Übersetzer nicht immer so ganz gut ist, habe ich noch eine zweite App und zwar heißt diese App Papago. Und das ist meiner Meinung nach einfach die bessere Übersetzer-App. Aber der Nachteil hierbei ist, dass es nicht alle Sprachen in dieser App gibt. Aber da ich eigentlich nur Englisch, Deutsch, Spanisch und Koreanisch regelmäßig benutze, mag ich diese App sehr, sehr gerne, da all diese Sprachen dort gegeben sind und ich all diese Sprachen dort translaten kann, also übersetzen kann. Dann habe ich noch die BVG Fahrinfo-App. Das für alle Leute, die in Berlin-Brandenburg wohnen oder hier regelmäßig sind. Denn dort kann man einfach seine S-Bahn-Strecken suchen, Bus-Strecken suchen, Tram-Strecken suchen. Und dort kannst du einfach deinen Startpunkt und Endziel eingeben und dort wird dir dann deine Strecke ausgerechnet. Du kannst da auch noch deine Karten direkt kaufen und das ist ziemlich sinnvoll, falls du auf diese Umgebung hier kommst. Dann habe ich noch Google Maps und Wallet. Das waren auch schon zwei Apps, die vorinstalliert waren. Und dann habe ich noch EasyJet. Und bei der EasyJet-App habe ich einfach meine Flugtickets drin und muss die nicht so ausdrucken und auf Papier mitnehmen, sondern habe direkt auf meinem Handy. Eigentlich brauche ich diese App jetzt nicht so oft, deswegen, ja, eigentlich ein bisschen unnötig, dass ich hier da die ganze Zeit drauf habe, da ich die wirklich nicht so oft jetzt benutze. Aber habe ich schon mal benutzt, deswegen ist sie da noch drauf. Und dann habe ich als letztes das Naver Dictionary, also wieder eine Übersetzer-App. Und zwar benutze ich diese App auch zum Koreanisch lernen. Das ist aber kein richtiger Übersetzer, sondern eher ein Dictionary, also ein, sag mal das dann auf Deutsch, Dictionary. Ein Wörterbuch, genau, ein Wörterbuch ist das. Das war's auch schon mit meinem Traveling-Ordner und jetzt kommen wir zu der Organisationssammlung, die ich sehr, sehr gerne mag. In der ersten Reihe habe ich Google Sheets, Google Docs und Google Drive und das sind einfach alles Google-Sachen, mit denen ich meine Sachen transferieren kann. Bei Google Sheets habe ich beispielsweise meine Wochenreflexion, was ich euch schon mal in meinem letzten Video gezeigt habe. Bei Google Docs habe ich einige Papiere wie Einverständniserklärung, irgendwelche bestimmten Briefe, E-Mails und so weiter. Bei Google Drive habe ich eigentlich alles Mögliche drin, also da sind auch meine Briefe drin, meine Tabellen drin, aber auch Fotos, die ich hin und her schicken kann. Also Google Drive ist so ähnlich wie Dropbox, falls ihr das kennt. Dann habe ich den normalen Kalender und die Uhr-App. Und Leute, jetzt kommen wir zu der nächsten App und ich liebe diese App irgendwie total. Wenn ich euch das Konzept dieser App erzähle, werdet ihr wahrscheinlich ein bisschen erschrocken sein und euch vielleicht echt fragen, was ist bei dir los, dass du so eine App hast. Aber in dieser App kannst du bestimmte Leute eintragen und Freunde von dir eintragen. Und ich mache das mal jetzt ganz kurz hier. Wenn ich jemanden neuen kennenlerne, dann trage ich diese Person hier ein und sage jetzt mal, diese Person heißt Hannah. Beispielsweise mache ich dann hier in der Schule kennengelernt. Und dann kann ich einige Details über diese Person einfügen. Und das ist jetzt nichts Stalkerhaftes oder andere creepy Sachen. Das ist einfach für mich persönlich dazu da, dass ich weiß, wer diese Person ist und mir ein bisschen mit dieser Person merken kann, wenn sie mir zum Beispiel sagt,
was ihre Hobbys sind, was sie sehr gerne mag. Beispielsweise kann ich hier Geburtstage eintragen, die Familie, die Arbeit, verschiedene Gruppen, wann wir uns kennengelernt haben, irgendwelche Beziehungen, bla 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 bla. Und ich finde das irgendwie so hilfreich. Also falls du viele Bekannte hast und öfter mal Leute kennenlernst, ist, glaube ich, eine ziemlich gute App, um irgendwie den Überblick zu behalten über diese Leute, die du kennengelernt hast. Und ich weiß, das klingt erstmal ziemlich creepy, aber ich freue mich sehr, dass ich diese App gefunden habe. Ja. Dann habe ich noch Files und diese ganz normale Sprachaufnahmen-App. Und dann sehen wir hier aber noch Microsoft Teams. Und das habe ich einfach in der Homeschooling-Zeit benutzt. Denn meine Schule hatte auf Microsoft Teams zurückgegriffen und wir haben dort alles gemacht. Dort kann man Videoanrufe machen, aber auch ganz normale Sprachanrufe. Man kann dort miteinander schreiben, Aufgaben irgendwo reinstellen. Das ist eigentlich ziemlich umfangreich, aber ziemlich cool für eine Schule, also für ein Schulprojekt. Kann ich das wirklich nur empfehlen, Microsoft Teams, ja. Der nächste Ordner heißt Reading, also Lesen. Und ich kann dazu noch gar nicht so viel sagen, da ich diese ganzen Apps, diese drei Apps, erst gestern Abend runtergeladen habe. Aber wir haben dort die Kindle-App, Instapaper und Readwise. Auf dieser Kindle-App kann ich ganz normal Bücher lesen, was ich persönlich aber nicht so oft mache, aber ich habe es mir jetzt mal runtergeladen, denn ich kann da Dinge markieren in der Kindle-App und diese markierten Dinge kann ich dann zur Readwise reinmachen. Und so habe ich eine Sammlung von den ganzen markierten Sachen. Und bei Instapaper ist es nämlich so ähnlich. Denn bei Instapaper kann ich Artikel aus dem Internet reinkopieren und dort Dinge markieren, diese markierten Sachen zu Readwise reinziehen. Und wie gesagt, ich habe es noch gar nicht ausprobiert, deswegen kann ich das noch gar nicht so viel sagen, da ich das noch gar nicht weiß, wie das alles funktioniert und so weiter. Aber ich fand dieses System ziemlich cool. Ich habe davon nämlich gestern das erste Mal gehört. Und ich habe es mir gestern mal runtergeladen, um zu gucken, ob es eine Sache ist, die mich interessiert und die für mich passt. Und werde das jetzt mal in der nächsten Zeit austesten. Und dann habe ich hier als letzte App auf der Seite noch Notion. Und Notion ist mein All-in-One-Workspace und meine To-Do-Listen-App, mein Planungssystem, mein alles. Wenn ich nur eine App behalten dürfte, würde ich Notion behalten, wenn es um Organisation geht. Notion kann einfach alles und ich liebe Notion und ich werde bald noch meine richtige Notion-Tour machen, um euch zu zeigen, was ich da genau mache und wie mein ganzes System aufgebaut ist und so weiter. Aber es ist wirklich, für dieses Video wäre das zu umfangreich und zu komplex. Swipen wir nun rüber zur dritten Seite auf meinem Handy, die gleichzeitig auch meine letzte Seite ist. Also ich habe, wie gesagt, nur drei Seiten. Und auf der letzten Seite sind alle Apps, auf die ich nicht so gerne zurückgreifen möchte. Und das sind eher so, ja, wirklich Sachen, die ich nur konsumiere und die eigentlich nicht so relevant sind. Okay, das stimmt nicht. Die sind schon relevant, aber die möchte ich nicht so gerne so oft benutzen, sagen wir es so. Der allererste Ordner heißt zwar Work, also sowas wie Arbeit, aber ich weiß nicht, ob ich es wirklich Arbeit nennen würde. Ich habe da auf jeden Fall Podigy und Podigy ist einfach mein Podcast-Host. Also ich habe hier einen Podcast und mit Podigy kann ich meine ganzen Analysen machen und kann dort Dinge für meinen Podcast bearbeiten, Podcast-Folgen löschen, hochladen und so weiter. Dann habe ich YouTube und YouTube Studio. Und bei YouTube Studio kann ich jetzt einfach meine Analysen angucken und Dinge bearbeiten, Thumbnails reinstellen, Kommentare beantworten, mein Geld managen und so weiter. Dann habe ich Kleiderkreisel und DHL. Und bei Kleiderkreisel verkaufe ich gelegentlich mal einige Klamotten von mir und mit DHL verschicke ich das dann. Und dann habe ich noch die App Preview. Und bei Preview plane ich einfach meinen Feed auf Instagram. Wie ihr sehen könnt, sieht man da unten meinen ganz normalen Instagram-Feed und da oben kann ich dann bestimmte Bilder reinziehen und meinen Feed so ein bisschen planen. Also was ich in dieser Zeit posten möchte und wie ich das Ganze organisieren möchte. Ach, das Bild habe ich schon gepostet, kann ich mal löschen. Und guck dann, dass es alles gut zusammenpasst und dass ich eine Abwechslung drin habe. Dann benutze ich diese App sehr, sehr gerne. Yeah. Der nächste Ordner ist ein reiner Konsumordner, wie der Name auch schon sagt. Als allererstes habe ich da Rebuy und auf Rebuy kaufe ich immer meine Bücher. Denn ich möchte die Bücher sehr, sehr gerne immer secondhand und gebraucht kaufen und nicht unbedingt neu kaufen. Da ich bei sowas sehr gerne auf Nachhaltigkeit achte und nicht unbedingt ein neues, perfektes Buch brauche. Und bei Rebuy kannst du einfach Sachen secondhand kaufen. Ich kaufte bisher nur Bücher, aber man kann auch ganz andere Dinge kaufen, wie, ich glaube, Technik kann man da auch kaufen. Dann habe ich Amazon, beziehungsweise Amazon, wie auch immer ihr das ausspricht. Selbsterklärend eigentlich. Und dann habe ich noch Netflix und Amazon Prime. Schreib mir doch gerne mal in die Kommentare, ob du viel Netflix und Amazon Prime guckst oder ob du das eher nicht so machst. Ich gehöre eher zur zweiten Kategorie und gucke eigentlich nicht so viel davon. Ich überlege oft einmal, diese Apps zu löschen, da ich sie wirklich nicht so oft benutze. Aber ich weiß nicht. Vielleicht löscht es irgendwann nochmal, aber erstmal möchte ich es auf jeden Fall behalten. Dann kommen wir zum dritten Ordner, Social Media. Und dazu muss ich auch nicht so viel sagen. Ich habe da Snapchat, Twitter, Pinterest, Instagram und TikTok.
das sollte allen bekannt sein. Dann habe ich auch die App Redpad. Und bei Redpad kann man ganz einfach Geschichten schreiben und Geschichten lesen. Und ich habe da früher mal ein paar Gedichte von mir veröffentlicht, deswegen habe ich diese App da noch. Als ich noch regelmäßiger Gedichte geschrieben habe, habe ich sie da gerne veröffentlicht. Und ja, das ist so eine App für Schriftsteller und Autoren, die eine Plattform brauchen. Und der letzte Ordner ist der Kommunikationsordner. Und dort habe ich Mail, iMessages, Gmail, Signal, KakaoTalk und Reverse. Ich glaube, die ersten drei Apps müssten klar sein. Signal ist eine Alternative zu WhatsApp, also ist auch einfach ein ganz normaler Messenger. Aber Signal ist einfach sicherer als WhatsApp und deswegen schreibe ich da sehr gerne mit meiner Familie immer drauf. KakaoTalk ist der Messenger, den man in Korea benutzt, und dann schreibe ich mit meinen koreanischen Verwandten und Bekannten. Und Reverse ist eigentlich so eine Fan-App, denn wie ihr vielleicht wisst, bin ich großer BTS-Fan und höre sehr gerne K-Pop. Und diese App ist so ein bisschen Instagram für diese K-Pop-SängerInnen. Genau, und das war's auch schon mit meinem Handy. Falls dir dieses Video hier gefallen hat, könnten dir auch noch diese Videos hier gefallen. Ich hoffe sehr, dass dir dieses Video gefallen hat. Schreib doch sehr gerne einen Kommentar oder eine Nachricht, wenn du möchtest. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und dann hoffentlich bis sehr bald mal wieder. Danke fürs Zugucken. Ciao.